In dem Video nehmen wir mal hier den Sonax-Brillenschein Detailer richtig in die Mangel. Wir werden mal pH-neutral über dieses Produkt drüber waschen. Und ich möchte es ja mit mehreren Produkten machen. Einfach waschen, abstrahlen, waschen, abstrahlen, waschen, abstrahlen. Immer wieder und immer wieder. Wir werden heute auch sicherlich einen Zeitraffer nutzen müssen, weil der Brillenschein Detailer hält ja wirklich eine ganze Menge aus. Den nehme ich für euch heute in den Test. Wenn ihr weitere Versiegelungen habt, Sprühversiegelung, Nassversiegelung, die ich genau so mal in den Belastungstest nehmen soll, dann schreibt sie gerne unten in die Kommentare rein. Und wenn ihr schon euer Wunschprodukt unten in den Kommentaren lest, dann gebt dem Kommentar einen Daumen nach oben, dann kann ich das besser hier rausfiltern. So, tragen wir auf. Hier drüben, auf der anderen Seite lasse ich es komplett unbehandelt, damit wir immer schön sehen können, wie weit bricht denn hier der BSD ein, wenn wir hier normal pH-neutral waschen. Und bevor wir jetzt damit loslegen, Sonax Rich Foam, ich versuche immer zu den Produkten, jetzt hier zum Beispiel beim Sonax Brillenschein Detailer, ein Shampoo zu nutzen, was auch aus dem Hause kommt. Wenn wir zum Beispiel das in Zukunft mal mit dem ADBL Synthetic Spraywax machen sollten, dann wäre ich auch da das Shampoo von ADBL nehmen. Also ich versuche da immer so ein bisschen beim Hersteller zu bleiben, weil man kann ja die Kombination ins Unendliche treiben, aber ich versuche da immer die passende Kombination auch zu nutzen. Tragen wir es mal gemeinsam auf. Ich bin echt gespannt, wie lange hier der Brillenschein durchhält. Viel Spaß! So, Brillenschein nochmal durchschütteln, Sprühkopf öffnen. Und für so eine kleine Fläche reicht die kleine Menge. Mehr braucht ihr nicht. Dann ein Tuch nehmen, ein bisschen was vom Produkt aufnehmen. Ihr könnt auch ein bisschen was hier ins Tuch reinsprühen, ist überhaupt kein Problem. Und dann gleichmäßig verteilen. Und das ist ganz wichtig beim Brillenschein. Nutzt hier keine Massen an Produkt, sondern verteilt es lieber gleichmäßig. Nutzt ein schön weiches Tuch. Und dann seht ihr schon, ich bekomme das Produkt mit einer und derselben Tuchseite schon komplett auspoliert. Und ihr braucht jetzt eigentlich nicht eine zweite Tuchseite nutzen. So, und normalerweise sollte das jetzt eigentlich richtig schön abperlen. Schauen wir uns an. Aber ich denke mal, der BSD wird uns nicht enttäuschen. Okay. So kennen wir den Brillenschein Detailer, so funktioniert er auch. Also traumhafte Sache. Und das Schöne beim BSD, man muss den auch nicht 24 Stunden, 48 Stunden aushärten lassen oder irgendwas beachten oder sonst was. Ihr könnt das in der SB-Box raufmachen und fahrt in den Regen rein und es funktioniert. Und das ist einfach eine traumhafte Sache, so muss das aussehen. So, dann geht's los. Frischer Waschhandschuh. So, eine Switch Foam hier drin. Und ihr seht schon, das geht richtig problemlos. Und es ist natürlich ein Test ohne Schmutz jetzt, weil wir waschen ja immer und immer wieder drüber. Das simuliert sozusagen die Belastung durch die Tenside und auch durch den Waschhandschuh, der ja auch leicht abrasiv ist. Ist ja klar, ne? Also ihr habt ja Mikrofaser und ein bisschen reibt das hier auch auf der Versiegelung. Und ich bin gerade am Überlegen, wie oft wir jetzt jedes Mal abspülen. Aber mal schauen. Wir sprühen einmal runter. Also da passiert gar nichts. Auf den Ablaufbahnen keine Resttropfen. Läuft schön gleichmäßig runter. Kleine runde Pärchen. Also das sieht sehr, sehr gut aus. Und daran kann man auch schon sehen, dass die hydrophobe Leistung dann vielleicht irgendwann mit der Zeit abnimmt, wenn hier auf den Bahnen dann Resttropfen liegen bleiben. Aber bis jetzt sieht es super aus. Und wir machen das jetzt folgendermaßen. Für euch jetzt im Zeitraffer, weil ich muss mal schauen, ich glaube nicht, dass das hier in den nächsten 5 Wäschen irgendwas passiert. Für euch jetzt im Zeitraffer, viel Spaß. So, schon der nächste Durchgang. Auf den Ablaufbahnen keine Resttropfen und ich glaube, der Test könnte ein bisschen länger dauern. Also der Wasserfilm reißt so schnell auf wieder, es ist einfach Wahnsinn. Und ich denke, diese Testreihe wird mega interessant werden, weil wir können dann alle Produkte super miteinander vergleichen, auch was die Widerstandskraft angeht. Passiert halt einfach gar nichts. Also BSD rauf, pH-neutral waschen und ihr habt halt wirklich viel, viel
Versiegelungsleistung für wirklich wenig Geld und auch wenig Produktaufwand. Hier passiert eigentlich gar nichts. Und ich reibe ja jedes Mal mit dem Handschuh drüber. Also die Belastung jetzt durch den Schmutz ist vielleicht nicht so, weil ist ja kein Schmutz drauf, aber ihr habt ja die Tenside und ihr habt jedes Mal den Handschuh, der hier rüber reibt ohne Ende. Ich glaube, das wird mit das längste Video. Und hier passiert immer nur das Gleiche. Also ihr könnt euch schon mal in Ruhe was zu trinken holen. Lasst das Video weiterlaufen, wir sehen uns dann gleich wieder. Und ich glaube nicht, dass hier so viel passieren wird. Selbst auf den Ablaufbahnen immer noch keine Tropfen. Und das wäre so das erste Zeichen, dass hier die hydrophobe Kraft dann nachlässt. Aber hier, schaut mal, wie das aufreißt. Oh Mann, Sebastian, was hast du dir hier eingebrockt? Die Frage ist jetzt echt, wie viel wäschen oder wie oft kann ich jetzt hier drüber reifen? Nochmal eine Bahn zurück, nochmal hin, bis hier irgendwie das Produkt leicht schwächelt. Auch jetzt auf den Ablaufbahnen immer noch keine Tropfen hier. Die Waschanzahl schreibe ich euch immer mit dazu. Ich mache immer eine Bahn hin, eine zurück. Und beim BSD können wir, glaube ich, nochmal wiederholen. Also nochmal eine Bahn zu mir, nochmal eine Bahn zurück. Und immer noch keine Resttropfen. Also ich glaube, der BSD stellt hier erstmal den Rekord auf zu der Zeit. Und ich würde vielleicht Folgendes sagen an der Stelle. Ich werde jetzt hier nicht waschen, bis der runter ist, weil ich glaube, sonst muss ich hier noch, da muss ich noch eine Woche Urlaub nehmen. Sondern ich wasche jetzt einfach noch ein paar Mal drüber und wir machen dann irgendwann Stopp und sagen, das ist so der erste Wert, den wir haben, weil beim BSD ist es wirklich ultra krass, also das ist heftig. Und dann werden wir schauen, wenn ein Produkt ähnlich stark ist, dann werden wir die nochmal in den direkten Vergleich nehmen und dann wasche ich wirklich mal, bis nichts mehr geht. Aber hier, wir schauen nochmal. Auch jetzt auf den Ablaufbahnen, schauen wir mal, da kommt er und, nee, bleibt nichts liegen. Okay, noch einmal und ich glaube, dann haben wir zu dem Zeitpunkt jetzt hier so einen Rekordhalter. Noch so viele Produkte habe ich bis jetzt ja noch nicht gewaschen oder beziehungsweise hier so in so einen Test genommen. Und man reibt hier permanent mit dem Waschhandschuh. Und für euch als Info noch, ein so ein Durchgang hin und zurück ist einmal sozusagen als Zähler mit hier in der Zahl drin. Das heißt, wenn ich hin, zurück gehe, sind das sozusagen zwei Durchgänge. So, also ihr seht, auch jetzt noch keine Tropfen auf den Ablaufbahnen. Sehr, sehr feine Sache. Okay, ab zum Fazit. Also das ist hier aktuell wirklich der Rekordhalter zu diesem Zeitpunkt. Wir müssen mal schauen, ob wir erstmal eine Alternative finden. Deswegen wasche ich auch jetzt nicht bis zum endgültigen Versagen von Brilliant Shine, weil ich glaube, das wird einfach zu lange dauern. Wir werden mal schauen, welches Produkt ähnlich lange durchhält und dann nehmen wir die in den direkten Vergleich. Und bis hierher können wir erstmal sagen, das hier drüben ist die Waschanzahl sozusagen an Bahnen. Wir müssen es ja ein bisschen auch gleichmäßig machen. Also versuche ich immer diese Durchgänge so zu nummerieren und da einfach eine Zahl für euch bereitzustellen. Und das zeigt auch immer wieder, dass der Brilliant Shine einfach für die leichte Anwendung ein super Produkt ist. Schön einsteigerfreundlich, nutzt nicht zu viel Produkt, umso mehr müsst ihr unnötig auspolieren und braucht ihr einfach nicht. Selbst 1:1 haben wir auch schon den Test gemacht, sehr, sehr schön.
Also ich glaube, diejenigen, die das Video gerade sehen, 99% kennen auch den Brilliant Shine Detailer und kennen auch hier die Leistung. Ich denke, es war interessant zu sehen, dass der Brilliant Shine bei so einer pH-neutralen Wäsche, auch mit diesem Reiben des Handschuhs, sehr, sehr widerstandsfähig ist. Es wird auch noch eine Testreihe geben, wo ich den mit verschiedenen Reinigern belaste. Und das mache ich auch mit anderen Produkten. Das wird sehr, sehr spannend. Deswegen schreibt eure Wünsche unten rein, was ich an Produkten testen soll hier. Wie gut halten die durch? Und damit sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, Leute, haut rein und lasst auf jeden Fall ein Abo da, einen Daumen nach oben nicht vergessen, Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Video. Ciao.